Am 18. November gab es in der Sporthalle des Lessing-Gymnasiums die 26. Auflage des Döbelner Tanzfestes und damit auch das 10. Mittelsächsische Tanzfestival. Die Halle war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Mit dem Fanfarenzug der Westewitzer Karnevalisten gab es für die Nachmittagsveranstaltung einen stimmungsvollen Auftakt. Nach dem musikalischen Beginn informierte Evelyn Ivanov aus der fünfköpfigen Jury über die Wertungsmodalitäten. Im Wettkampf ging es um Bestnoten bei Präsentation, Musikalität, Technik und Choreografie. Und jeder von uns wertet unabhängig. Wir haben die Möglichkeit, in vier Wertungskategorien unsere Punkte zu vergeben. Pro Kategorie maximal 10 Punkte. Das heißt, von einem Juror kann ein Tanz maximal 40 Punkte bekommen. Diese Punkte schreiben wir auf und ermitteln anhand dessen individuell, jeder Juror für sich alleine, welche Platzierungen sich ergeben von 1 bis, oh hier gibt es Gruppen bis 9, das wird richtig spannend. Das bekommen dann die zahlengewaltigen Damen da drüben in die Hand und die rechnen zum einen die Punkte zusammen, daraus ergibt sich die Gesamtpunktzahl und den Durchschnitt der von uns vergebenen Platzierungen. Am Nachmittag wetteiferten vor dem begeisterten Publikum 30 Formationen in 4 Startgruppen um die Pokale. Los ging es mit den 10- bis 12-Jährigen in der Startgruppe 3. 9 Tanzformationen stellten sich hier Jury und Publikum. Am Ende hatten hier die Live-Rockies mit ihrem Tanz à la Cousine die Nase vorn. Die 15 Mädchen werden trainiert von Marie-Frances Mann und Tina Schreiber. Ihr Tanz à la Cousine beschreibt, wie chaotisch es in der Küche zugeht. Der Chefkoch verzweifelt an der Faulheit der Lehrlinge, denn die haben nichts anderes als Party im Kopf. Ob sich so ein leckeres Menü erstellen lässt, ist die Frage. Die vielen Köche verdarben nicht den Brei und so hieß es am Ende Platz 1. Auf dem Podest platzierten sich ebenfalls die Rock-Smileys mit We Love Rock'n'Roll. Und die Tanzgruppe Miteinander von Tanzperlen des Schobautals mit Fruchtalarm. In der Startgruppe 4 tanzten ebenfalls 9 Formationen um den Pokal. Bei den 13- bis 15-Jährigen sorgten Taktgefühl von den Tanzperlen des Chopautals mit ihrem Tanz Psss für viel Beifall. 19 Mädels und ein Junge erzählten die Geschichte einer lauen Sommernacht mit plagenden Mücken und deren Verfolgung, um schließlich zu beleuchten, wie gefährlich die verfolgten Mücken leben. Trainiert wird die Gruppe Taktgefühl von Stefanie Jahn. Gewonnen hatten hier die Risa Live Juniors mit Blackout. Und auf dem 3. Platz mit Beifallstürmen, vor allem aus dem eigenen Fanblock gepusht, kamen vom Kinder- und Jugendsportclub Döbeln die Gruppe Skip mit Barbie Girl aufs Podest. Beste Sicht hatten wie immer die Jurymitglieder Evelyn Ivanov, Franziska Kopp, Janet Reichert, Catherine Orschig sowie Matthias Buckel. Und ihnen entging auch nicht die Startgruppe 5 mit den 16- bis 18-Jährigen. Hier blieben die Döbelner auf den 3 vorderen Plätzen unter sich. Den 2. Platz belegte Emotions vom Kinder- und Jugendsportclub Döbeln mit Reaching for Unique und Final Destination.
Die Confident Girls, die 11 Mädels vom Well-Well Sport- und Tanzverein, hatten mit Battle Time die Nase vorn. Als Fazit bleibt, auch wenn es keinen Teilnehmerrekord gab, war die 26. Auflage des Döbelner Tanzfestes ein voller Erfolg. Insgesamt 580 Tänzer aus 49 Gruppen und 19 Vereinen sowie Institutionen wetteiferten in 7 Startgruppen um die Pokale. Gewertet wurde in diesem Jahr nur nach Altersgruppen und nicht mehr zusätzlich getrennt nach Vereinen oder Schulen, Kitas und Jugendclubs. Dem Zuschauerzuspruch hatte das jedoch nicht geschadet, denn den ganzen Tag über war die Stadtsporthalle bis auf den letzten Platz ausverkauft. Bleibt noch nachzutragen, dass bei den über 19-Jährigen der Pokal an die Tanzperlen des Zschopautals ging.